Das bedeutet. Wie viel haben wir es? Bin gerade am Überlegen. Wir spielen erstmal weiter. Zur Schattenkiste. Spielen erstmal weiter. Erstmal. Also, wenn wir die Küste entlang laufen, machen wir einen riesen Umweg. Ich guck schnell. Vielleicht geht's landeinwärts auch weiter. Clive? Bitte antworte mir ehrlich. Du hast dir die Esper genommen, nicht wahr? Ja, habe ich. Sie wollte es so. Sie wollte es so? Du hast dich dazu entschlossen, die Welt ganz allein zu retten. Sie wusste, dass du sonst sterben wirst. Wie konntest du ihr das antun? Du wusstest genau, dass sie macht, was du willst. Aber ich nicht. Hör auf, uns auszuschließen, Clive. Das hier ist unser Gefecht, nicht deins. Ich habe es getan, weil ich das Richtige tun wollte. Du denkst wirklich, dass du sie brauchst, um alle zu retten? Das tue ich. Wie du meinst. Nur vergiss nicht, du bist nicht allein. Ich habe uns einen Weg gefunden. Mir ist was entgangen, oder? Joshua jedenfalls nicht. Ah, Geschwister. Ja, ich glaube, von der Rede her war von Jill dann gewesen, ne? Ich wollte ja schon immer mal nach Ashra. Wir sind hier auf Valuta-Boden. Die mögen keine Gäste. Ne. Ach, komm schon, Clive. Das Schloss dort sieht doch sehr einladend aus. Tatsache. Die Gastfreundschaft seiner Bewohner testen? Naja, wir müssen ja eh dahin, also. Klar. Warum nicht? Findest du es immer noch so einladend, Gav? Meine Güte, was für ein gottverlassener Ort. Tja. Man hätte sich's schon denken können. Naja, komm, dann killen wir die gerade. Ich wusste, ja, hier ist was faul. Ich sehe nur Orte.
Ja. Oh toll, gleich noch mehr von denen. Einmal zurück. Guck mal, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich meine, ich mag es einfach durchzurennen und das Spiel durchzukriegen. Ja gut, so schnell wird das sowieso nichts. Na, kein Wunder, ich laufe auch falsch. Alles nur wegen diesem blöden Gegner. Ich wollte hier die Treppe hoch eigentlich. Button. Toll. Gut. War nichts. Runter, Alter, kämpfen. Bernstein, cool. Das ist genug. Wie in Kanva. Gibt es gar keine Überlebenden? Die mögen hier wohl tatsächlich keine Gäste, Clive. Ja, nicht nur Gäste. Auch ihr eigenes Volk ist komplett egal. Weiß ich nicht, verstehe ich nicht, so was. Bin ich ganz ehrlich. Macht für mich keinen Sinn, ey. Sieh an. Scheint, als hätte Ultima Ashra fest in der Hand. Sind das nicht.
Warnen wir besser die anderen. Nein, mein Onkel überwacht die Küste. Er weiß genau, wie man ungeladene Gäste empfängt. Unser Ziel ist Drachengrat. Und davon trennt uns noch ein weiter Weg. Also weiter, nach Stonhyr. Gut, dann mal los. Lassen wir die geifernden Horden nicht unnötig warten. Clive, ihr müsst ohne mich weiter. Diese Festung ist so alt wie das Phönixtor, vielleicht älter. Sie mag noch Antworten zu Ultimas Geheimnissen bergen. Und wenn wir ihn bezwingen wollen, muss ich sie finden. In Ordnung. Sieh dich ja vor. Natürlich. Immer. Machst du dir keine Sorgen? Dass meinem Bruder etwas passieren könnte? Natürlich. Immer. Vivians Karte ist so voll, so viele Gegner. Kaum was entziffern. Aber ich glaube, wir sind in der Nähe eines Dorfs namens Estla. Dann lass uns hingehen. Vielleicht finden wir dort noch Menschen. Ja, genau. Ganz bestimmt sind da noch Menschen. Körper. Ach, das ist noch eine Schildkröte, hab ich gar nicht gesehen. Die hab ich ja gar nicht gesehen. Hast du diese Schildkröte? Nein. Vorhin wurde sie aufgedreht. Der greift genau in dem Moment immer an, wenn meine Attacken gerade sich aufladen wollen. Er Shiva, dann Titan. Naja, wird so viel Damage hat er sich auch nicht gemacht, aber trotzdem halt. Es geht ums Prinzip. Oder
Ach Mist, die Scheiß. Mist, ja, der Mann, Timer habe ich zu spät gesehen. Dieses Viech ist einfach kacke, ich hasse es. Wie, der hat sich wieder aufgeladen? Ach, weil wir seinen scheiß Angriffsreichweite verlassen haben, weil er uns hier die ganze Zeit dahingeschmissen hat oder was? Dein Kackernst, Alter. Aber Hauptsache, du hast mir schon mal richtig schön Damage gemacht, ne? Naja. Ja, da hätte ich auch Bock. Erstmal stirbt das scheiß Viech. Dann können ruhig andere kommen. Aber erst stirbt das scheiß Viech. Alles nur für 104. Wobei 104 ist nicht schlecht, ne? Aber es wäre definitiv zu viel Tastenkamera. Mikros an, ja. Alles klar. Für Stahlseite mal 10. Ja, ich wollte nur mal hier gucken, damit ich das auch schon mal erledigt habe. Was war das? Ist hier. Ach, okay. Ja, klar, ich finde hier einfach Masamune. Kennt man. Ist leider schwächer, aber einfach das legendäre Samurai-Schwert Masamune. Nee, ist klar, Alter. Oh, klar, Eisprüfung. Why not? Phase 1. Let's go. So, Phase 1 abgeschlossen. Danke. Dachte ich mir schon, dass man das nicht überspringen kann.
Natürlich ist so ein Kack-Adamant-Timer da. Natürlich. Hätte jetzt auch nichts anderes erwartet. Federn Chocobos muss ich leider erledigen, tut mir leid. Das ist ja sowieso eher so eine Simulation, aber trotzdem halt, ne? Trotzdem eine Simulation, die ich nicht gut finde. Fanatiker steht da einfach. Ah, finde ich cool. Na, ich wollte jetzt extra diesen Supermodus nicht einsetzen. Kann man ja bestimmt gleich noch gebrauchen, würde ich sagen. Instant gebrochen, ey. Geil. Jetzt volle Power! Natürlich kommt er mit einem Eislicht hier an. So, Phase 3 abgeschlossen, jetzt kommt noch die Hauptprüfung, ne? Genau, jetzt kommt der wahre Test. Mal schauen, wer es diesmal ist. Ob es so wieder so ein Gigant ist, wahrscheinlich dann, ne? Nee. Cool. Eisnekrophobos, okay. Ja, der könnte schon gefährlicher werden. Vor allem, der hat ja auch alle
Elemente drauf. Das ist natürlich auch ziemlich geil. Super, Wächter der Prüfung bezwungen. Der Wille des Eises, Diamantstaub. Fantastisch. Super, dann haben wir hier auch die Prüfung abgeschlossen. Die Hand der Rea. Super. Deswegen, meine Freunde, lohnt sich's immer in jeder Ecke nachzuschauen. Ja, komm, dann kämpfen wir halt eben. Ach, verdammt. Ich hab vergessen, dass der da rumgammelt. Ich hab den wirklich vergessen. Scheiße. Ich dachte, der war da links irgendwie weiter. Dachte, ich könnte den ausweichen. Ja, Pustekuchen. Ja. Zum Ausweichen bin ich leider nicht gemacht. Stufe erhöht. Wir sind jetzt Level 45. Schön. Das freut mich. Aber die Adamant-Timer sind wirklich super nervig. Das sind Gegner, die mag ich überhaupt nicht. Oh, ein Lindwurm, ja klar. Klar. Ich dachte schon wieder so ein blödes Adamant-Timer. Lindwurm mache ich gerne. Also, denke ich mal, ne?
Gut, hat sich gelohnt für 80. Wir sind hier nochmal mehr, gibt nochmal so welche Gegner. Wow, really, noch so ein Kack-Pudding, Mann. Joa. Bei Odins Bart. Nicht runtergucken, Torgal. Oh, ist ja wirklich lang.
Das ist wohl Estler. Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn da irgendwelche Menschen sind. Sag ich ganz ehrlich. Denkst du, was ich denke? Ich fürchte schon. Tja, und Torkel bestätigt es. Verdammt. Tja. Dann bleibt uns nur eins. Ja, alle töten. Komplett falsche Taste gedrückt, leider. Naja, muss ich die so besiegen. Geh mal von aus. Geh mal davon aus, dass es in jedem Dorf ist. Barnabas hat eine ganze Arbeit geleistet. Ich weiß einfach, wie man Leute ermutigt. Vor allem die Leute, die Angst vorm Tod haben. Ja, kämpft doch einfach. Du musst keine Angst vorm Tod haben. Na, reicht das oder kommt noch Obermatz? Bestimmt kommt ein Obermatz. Ha! Ich wusste es. Das war so klar. Jeff ist so der typische Person, die mich imitiert. Klar sind wir nicht fertig, warum auch? Könnt ja auch nur helfen, Alter. So, umso mehr ich ihm Damage mache, umso mehr Gegner kommen, ne? Und trotzdem mache ich den Obermatz immer als erstes platt. Naja, gut. Die kleinen Viecher kommen ja auch. Kann man ja trotzdem nebenbei alle töten. Ja, schwer ist er nicht. Der hält nur sehr viel aus. Und ich sag's genau in dem Moment, wo er mich erstmal zwei Hiebe gibt. Kennt man, ne? Na, hat sogar noch gesprochen. Also die sind zwar akasisch, sind aber immer noch loyal ihrer Majestät. Sehr löblich. Wirklich löblich. Noch einer?
Wehe, du sagst noch mehr Akasische. Oh, was? Was? Als ob Odin einfach auftaucht. Was zur Hölle willst du hier, Odin? Du gehst nach Stonhöhr? Gut. Mein Herr wird dich dort erwarten. Was? Doch in dieser Form kann ich dir nicht erlauben, vor ihn zu treten. Was? Sein Herr? Und was tust du, wenn ich's doch mache? Nun, das hier! Wer ist denn das? Hä? Warte mal, wen meint er denn jetzt mit her? Meint er jetzt Ultima? Ja gut, ich glaube, das ist doch Odin, dann meint er Ultima. Alles klar, ein Schutzschild. Clive, würdest du mir bitte sagen, was hier los ist, verdammt? Das ist los. Die armen Raben. Das versuchen wir also am besten nicht. Also zur Audienz mit dem König. Wenn er unbedingt will, dass ich darum bitte, dann werde ich genau das tun. Deine Entschlossenheit in allen Ehren, aber wir wissen nicht mal, wohin er abgeschwirrt ist. Also lass uns tief durchatmen und kurz nachdenken, ja? Ist gut. Vielleicht finden wir hier was Brauchbares. Ich dachte, wir hätten alle erledigt. Ja, ich auch. Hallo? Hey, ruhig, ruhig. Wir tun dir nichts, keine Angst. Wer? Okay, es hat doch also noch eine überlebt. Hätte ich gar nicht erwartet.
danke euch. Edda, auch wenn es schwer fällt, aber was ist hier passiert? Es fing an, als der Himmel sich wandelte. Die Alten nannten es die Arke. Einer nach dem anderen wurden sie verrückt, manisch durch den Äther. Bis nur noch ich da war. Und ich in meinem Zustand allein. Und als die Soldaten kamen, ich wusste einfach nicht weiter. Und diese Arke ist... nur eine Geschichte, die Großeltern ungezogenen Kindern erzählt haben. Über dunkle Himmel, die erscheinen, wenn unsere letzten Tage anbrechen. Das Ende der Welt. Die anderen wurden verrückt. Aber wo sind sie alle? Sie sind alle fort. Nach Osten, zum Turm. Draumur, die Ältesten, der Heiler, der Schmied. Mein Ehemann. Denkst du, er steckt dahinter? Natürlich. Nur er hat diese Macht. Genau wie in Canva. Du hast es doch selbst gesehen, Gav. Aber was ist mit ihr? Wieso ist sie nicht durchgedreht? Vielleicht wegen des Kindes? Es könnte sie vom Äther schützen. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Du meinst, es ist ein Träger? Durch Ultimas Magie macht es bald keinen Unterschied mehr. Die Zeit wird knapp. Im Turm. Dort finden wir den König. Ich wusste es. Genau wie am Phönixtor. Das heißt, am Ende dieser Stufen finde ich... Das Wandbild. Es ist intakt. Ultima und sein Leib Ifrit. Garuda, Ramu, Shiva, Titan, Bahamut, Odin. Sogar der mythische Leviathan. Aber Leviathan haben wir noch gar nicht gesehen. Wo ist der Phönix? Ja. Und Leviathan haben wir auch noch nicht gesehen. Was
einem Begründer. Das willst du also, nicht wahr, Ultima? Mann, das hört sich ja wieder super an, ey. Du willst wirklich ohne mich gehen? Sei vernünftig. Jemand muss bei Edda bleiben. Aber... Ich muss das alleine machen. Falls ich nicht wiederkomme, müsst ihr mit Joshua zurück auf die Enterprise. Verstanden? Ja. Hey, wehe, du beißt ins Gras. Ich habe nämlich keine Lust, der nächste Sith zu werden. Keine Sorge. Den Namen gebe ich nicht mehr her. Ja, Leute. So. Ach, da unten müssten wir. Okay. Interessant. Ja, auf jeden Fall. Das war Final Fantasy 16. Ich mach Schluss erstmal. Dann werden wir jetzt alleine nach da unten gehen. Odin in den Arsch treten. Darauf freuen wir uns eigentlich schon die ganze Zeit. Vorher lerne ich einmal noch kurz das hier. Dann haben wir nämlich Diamantensturm gemeistert. Genau, und müssen das noch einmal noch. Ja gut, und das da, 3000. Obwohl ich nicht weiß, ob ich das haben will überhaupt. Ja gut, und Gigaflare hier, 6000, ey. Mann, 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 so viele Sachen, ne? Ja, sind eigentlich voll viele coole Sachen. Guck, das habe ich auch noch nicht mal gelernt, ey. Könnte uns vielleicht, hätte uns vielleicht auch noch weiterhelfen können, ja. Naja, egal. Was haben wir hier unten? Ionenschlag haben wir auch noch. krass. Von Titan haben wir auch nicht. Gaias Zorn haben wir ja einmal nur kurz gesehen gehabt. Ja, so sieht's aus, Leute. Na gut, Leute. Das war's von meiner Seite. Wir sehen uns dann. Denk mal später zu einem weiteren Stream zu Final Fantasy 16 wieder.